an. Und zwar wird das Ganze, ich sag mal, bis hier hingehen. Dann muss aber auch irgendwann mal Schluss sein, ey. Kommt hier wieder dieser Zaun hin. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Okay, auf der anderen Seite haben wir natürlich viel mehr. Was hatten wir denn hier? Eine 5er, ne? Das sind 3. Ach du Scheiße, eine 7er Breite. Hey. Okay. Biene ist Carsten. Ach so. Garnivap. Psst, ich werde ja wieder mehr WoW spielen nach RDR2. Upsi, da du bist jetzt aber sorry und so. was ist RDR? Ich komme mit diesen ganzen Abkürzungen nicht klar, ey. Red Dead Redemption. Aha. Okay. Södele, ach man, wir brauchen schon wieder. Sieht aus wie eine Pyramide, wenn ich das so mache. Das will ich aber eigentlich auch nicht. Wie wäre es, wenn ich hier höher gehe? Keine Fackel. Das ist Eiche. Hier. GTA im Western-Stil. Bloß 20 mal geiler. Servus. Hi, Massive Manta. Schön, dass du da bist. Mann! Ja, genau. Hier musste ich ja sowieso. Auf dieser Höhe. Das muss ja sowieso auch noch alles weg. Ich mache mal hier erstmal den Anfang, damit ich jetzt ja nicht durcheinander komme. Habe ich denn jetzt hier die richtige Höhe? Ja, habe ich. Perfekt. Das heißt, das hier muss. Ach du Scheiße, auch noch alles weg. Oh, oh, okay, das kann man, glaube ich, so machen. Alles klar, und da haben wir auch schon wieder kein Holz. Ich setze euch gleich hier Fackel. Ich glaube, das ist jetzt hier schon was zu dunkel, wa? So, und das geht bis hier hin. So, und das hier ist eine Etage tiefer. Damit kann ich leben. Und ich glaube, das hier möchte ich auch noch durch Treppen ersetzen. Außer hier, glaube ich. Ich gucke mal. Aber das ist dann, glaube ich, schon in Ordnung. Und das ist dann hier. Boah. Alles klar. DeFi, ich glaube, ich ziehe mich zurück und mache Deutschhaus. Ist ja schön, DeFi, dass du da warst.
Ja, viel Spaß bei den Hausaufgaben. Boah, bin ich froh, dass ich den Scheiß nicht mehr hab, ey. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns die Tage. Oh, muss ich hier anbauen. Ich glaube, damit kann ich direkt hier schon mal anfangen. Denn ich will ja, dass das Ganze hier natürlich aussieht weiterhin. Machen wir die Kuhle hier schon mal zu. Und da setze ich schon wieder Fackeln. Meine zweite Lieblingsbeschäftigung hier in Minecraft. Und dann können wir, glaube ich, hier dann schön weiter anbauen. So. Dann können wir das nämlich jetzt hier gleich schön erweitern, weil wir müssen ja hier anbauen. Das hier kann auch noch alles weg. Worauf sitzt man, schläft man und putzt sich die Zähne mit? Warte jetzt schon knapp 3 Stunden auf mein Blizzard-Guthaben. Ich kaufe mir gleich eine Karte mit Code. Okay. Worauf denn, Carsten? Rangold. Biene 13. Stern auf einer heißen Herdplatte. Ratet mal. Ich fand Toilette gar nicht mal so verkehrt, muss ich gestehen. Man kann ja auf einer Toilette, auch wenn das gerade vielleicht nicht so geil ist, man kann da schlafen. Man sitzt da auf jeden Fall drauf, wenn man kackt. Und kann sich auch die Zähne bürsten, wenn man sein Geschäft erledigt. Würde rein theoretisch gehen. Klo. Worauf sitzt man, schläft man und putzt sich die Zähne mit? Also sitzen tue ich gewöhnlich für auf dem Stuhl. Schlafen tue ich für gewöhnlich in meinem Bett. Aber damit putze ich mir nicht die Zähne. Dafür nehme ich für gewöhnlich die Zahnbürste. Rangold weiß es. Ja, dann sag mal. Schreib mal. Ich habe keine Schaufel mehr. Willst du mich verkohlen? Ein Stuhl, ein Bett und eine Zahnbürste ist richtig. Lol. Auf dem 4 Millionen Goldmond in WoW ausgedruckt und in Originalgröße. Okay. Warum gehe ich eigentlich immer hier hinten hin? Weiß ich nicht. Macht der Gewohnheit wahrscheinlich. Oh, ich brauche wieder Eisen. Wie viele Fackeln habe ich noch? 15. Rollstuhl und Zahnbürste. Oh mein Yogi. Aber du schläfst doch nicht in deinem Rollstuhl, oder? Du warst doch schon im Bett. Oder? Habe ich kein Holz mehr? Doch.
Was antwortet in allen Sprachen, spricht ohne Mund und hört ohne Ohren? Was antwortet in allen Sprachen, spricht ohne Mund und ohne Ohren? Ein Anrufbeantworter, keine Ahnung. Zeichensprachen. Stimmt. Ja, die funktioniert noch, Rangold. Habe ich eben auch schon benutzt. Ja, hab ein Bett, allerdings, wenn ich zu viel Milch trinke, kann es ab und zu mal passieren, dass ich im Rollstuhl dann einpenne. Krass. Wir brauchen wieder Holz. Das gibt es nicht, ey. Aber jede Sprache kann sie verstehen. Naja, wie Carsten auch schon schrieb, ich verstehe auch keine Zeichensprache. Die verstehe ich auch nicht. Okay, sorry, muss es genauer sagen. Jede Sprache kann sie verstehen, wenn die Person sie lernt. Antwort wäre Echo. Ein Echo. Ja klar, für Echo oder um ein Echo zu erzeugen, brauchst du ja zwingend keine Sprache. Du musst ja nicht sprechen, um ein Echo zu erzeugen. Jop, Juli, ich futter jetzt. Ja, guten Appetit. Ich habe gerade eben gegessen. Ich bin gesättigt. Juden, Juden, Juden. Gut, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Ja, der gute Sandeich, Sandsteinholz habe ich natürlich auch drin. Keine Ahnung, wie ich auf Sandsteinholz kam, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, letzte Aufnahme war das, ne? Oder wie ich zu Hause sage, Agüde. So. Nee, hier muss auch noch deine Treppe hin. So. Und hier kommt dann Zaun hin.
Ja, so machen wir das, weil sonst wird das ja exorbitant groß hier, ey. Ich könnte das hier immer noch weiter fortführen, sonst. So. Ach, hier haben wir noch gar nicht weitergemacht. Noch gar nicht vollendet. Oder auch im Bon Appetit. Wir sagen hier a guten. Halt, halt. Mann, keine Fackeln setzen. Danke. So. Jetzt sehen wir auch endlich mal, wie weit wir hier noch die Landschaft verschönern müssen. Das heißt verschönern, aber ne, dass sich das Ganze hier integriert. Das machen wir mal eben. Und da ist schon wieder ein Stack Erde drauf gegangen. Er leckt mich am Söckchen. So, und das erweitern wir jetzt nochmal. So, wenn das jetzt gleich grün ist oder wird, dann können wir das besser sehen, als das jetzt nur mit dem Braunen. Und hier kommt auch noch, ach du Scheiße, das habe ich ja gar nicht bedacht. Das heißt, wir müssen das Ganze doch noch mal künstlich erweitern, ohne eine Fackel zu setzen. Ich hasse dieses hohe Gras. Achso, Yogi, kannst du mich gleich nach dem Stream nochmal da bitte dran erinnern, dass ich mal Sissy anschreiben werde? Ist notiert, danke. Weil das werde ich doch jetzt mal ansprechen müssen, ne? So. Machen wir das so. Zaun, Zaun, Zaun. Flups. Und hier auch. Okay, weiteren Zaun haben wir nicht, aber das kommt ja alles noch. So, hier, das muss auch noch weg. Das wird hier durch ersetzt. Und dann geht das dann hier so weiter. Na, und dann kommt dann hier quasi wieder so einer hin. Obwohl, das war zu früh. Ist zu früh, weil hier müssen wir hinten auch eine, wie auf der anderen Seite, eine 7er Breite bekommen. So.
Also, was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. So, ja, dann muss ich mal gucken. Das können wir bis hierhin machen. Das ist kein Thema. Hoffe ich. Ich glaube, ich muss erst mit der Treppe beginnen. Um zu sehen. Wie weit die geht. Dementsprechend werde ich das dann nämlich hier anpassen. So. Jetzt brauche ich Sandsteintreppen. Gott, ich glaube, ich habe nicht mehr genug Sandstein. Nee, nicht. Ich glaube, ich weiß es schon eigentlich. Dafür können wir ja die halben nehmen. Dafür gehen wir aber erstmal nach oben. So, dann kommt dieser Zaun hier nämlich weg. Und dann werden wir hier eine kleine Plattform hinmachen. Und hier dran kommt nämlich jetzt die Treppe. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man hier so hochkommt. Dann hat man hier noch eine kleine Plattform. Am liebsten hätte ich es eigentlich so. Dann könnte ich nämlich hergehen. Und hier quasi, ja, wie so eine Art, ja, Gitter hinmachen. Und eigentlich bräuchten wir auch da schon fast eine Dreierbreite. Damit das Gitter dann hier so reingeht. Ach, ich habe doch eine Workbench mit. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier nochmal ja. Ich glaube, so machen wir das. Und das Ganze machen wir jetzt am besten von unten, weil da können wir das am besten sehen. Wo die Treppen hin müssen. Wenn ich da dran kommen würde. So, die erste Treppe. Oh, oh. Kann ich... Ich glaube, ich kann gar nicht die halben da oben nehmen. Ich glaube, ich muss da die ganzen für nehmen. Schade. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Denn sonst kommen wir mit den Treppen nämlich nicht hin. Nee, das ist falsch, Steffi. Das ist falsch. Und ich brauche keine Dreierbreite als Treppe, sondern nur eine Zweier. Und da ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Und es tritt das ein, was ich nicht wollte. Das können wir so nicht machen. Ja, komm, gib mir, danke.
Nee, das kann ich so nicht machen. So ein Käse. Das heißt, die Treppen müssen hier schon so entlang gehen. Damit die das Fenster nicht berühren. Und dann kann man eigentlich hier unten die Treppen nehmen. Das würde sich ja perfekt eigentlich einfügen. So. Schade, dass ich das so nicht machen kann. Das wäre natürlich nice gewesen. Boah, ich komme genau hin. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber du fällst ja quasi die Treppe runter. Ach so, ich sollte mal wieder die Kamera anmachen. Das ist nicht das, was ich möchte. Und wieder ab. Das andere müssen wir uns dann gleich holen. Das heißt, wir müssen die Erde nochmal, ja, ich glaube um 2 erweitern wollen. Machen wir mal um 3. Aus Sicherheitsgründen. So. Wenn ich... Ich will natürlich nicht, dass die Treppe... direkt an meinem Fenster ist, ist ja klar. Aber dann komme ich genau da wieder aus. Hier, hier, hier. Und dann hier. Das ist aber nur einer. Aber der könnte vielleicht... Ich hasse Treppenbau. Treppen und Dächer. So, und jetzt nehmen wir hier die normalen. Ja, dann hat man wenigstens eine kleine Trittfläche und kann dann hier runter gehen. So machen wir das. Okay, das heißt, die Erde kann jetzt hier wieder weg. Und wird durch Treppen ersetzt, die allgemein nach oben gehen. Und ich glaube, ich habe aber nicht mehr genügend Treppen, um die andere Seite... Nee, das müssen wir noch machen. Da fehlen uns jetzt noch ein paar. Alter, ich habe keinen Sandstein mehr. Oh, dachte, du warst noch beim Rauchen. Nee. Ist vorbei. Ist aus. Wir müssen da gleich nochmal zu dieser Wüste dahin. Und Sandstein abbauen. Damit das dann so schön hier runter geht. Hier kommt dann nämlich auch wieder Holz hin. Wieso habe ich aber hier nur so wenig Ebene? Jetzt will ich mal eben auf der anderen Seite gucken, weil hier haben wir, glaube ich, 3 Ebene drin, ne? Hier ist eine. Hier. Und hier. Aber das kriegen wir doch da hinten gar nicht hin. Oder habe ich jetzt gerade einen Denkfehler und einen Sehfehler? Ach, kann nicht. Wir sind ja hier schon ein höher. Okay. In Richtung Sumpf und das Gebiet wieder gut eine Stunde suchen. Nee, diesmal nicht. Ich weiß ja diesmal, wo wir hin müssen.
Stimmt, das kann, können, kriegen wir hier so nicht hin.